Hallo, ich möchte heute ein Haarpflege-Routine-Video machen, weil jemand hat mich gefragt, ob ich das machen kann, was ich so mit meinen Haaren mache, wie ich sie pflege, und ich dachte mir, ich kann, also mache ich. Ja, ich fange gleich mal an. Also ehrlich gesagt, ich mache gar nicht so super viel mit meinen Haaren. Das hält sich doch stark in Grenzen, weil ich bin so ein Mensch, ich bin immer zu faul für sowas. Also wenn es meine Haare jetzt wirklich super, super nötig hätten, würde ich es wahrscheinlich tun. So wie es meine Haut nötig hat, und dazu habe ich euch ja ein Video gedreht, und das war ja übertrieben lang, weil ich einfach so viel mit meinen Haaren mit meiner Haut machen muss. Deswegen bin ich glücklich, dass meine Haare einigermaßen okay sind, was das betrifft. Ja, fangen wir gleich mal an, was ich denn mache. Also ich habe vor kurzem dieses Shampoo hier noch benutzt, dieses hier, finde ich super, super gut, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber ich bin immer so ein Mensch, ich gehe dann in DM oder Rossmann oder Butney, und dann auf einmal sage ich, sehe ich etwas und dann will ich es haben. Und ja, das ist mit Duschzeug auch so. Ich habe so viel Duschzeug, weil ich das dann immer irgendwie, ja, nach einer halben Packung wechsle oder so. Ja, da habe ich immer Lust auf was Neues. Und ich habe die hier gesehen im DM. Und die Aussie-Produkte, die sind noch gar nicht so lange, glaube ich, da. Also ich habe schon mal Videos gesehen hier auf YouTube darüber. Aber ich bin immer so, Mensch, irgendwie, manche Sachen gehen so an mir vorbei. Ich denke mir, oh cool, da redet jemand über ein neues Produkt. Und dann denke ich mir, ja, könntest du dir ja eigentlich auch mal holen. Und dann tue ich es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Aber jetzt stand ich genau davor. Durch Zufall bin ich durch die Shampoo-Abteilung gegangen, durch den Gang. Obwohl ich ja noch Shampoo zu Hause hatte. Und dann habe ich das gesehen, dachte mir, okay, für langes Haar. Das ist nämlich für langes Haar, das sich nach Pflege sehnt. Und irgendwie hat es mich das so angesprochen. Auch die Verpackung hat mich angesprochen. Und riechen tut es nach Kaugummi, muss ich ehrlich sagen. Und es hat so eine blaue Farbe. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, finde ich sehr, sehr gut. Pflegt die Haare schon. Also die Haare fühlen sich gut danach an, so. Hier sind keine Silikone drin, aber in der Spülung sind Silikone drin. Hätte jetzt nicht unbedingt Not getan, aber ich bin auch nicht der Mensch, dass ich jetzt gar keine Silikone in meine Haare mache. Finde ich sehr gut. Dazu habe ich mir auch noch so eine Pflegekur gekauft. Ja, finde ich auch gut, die Pflegekur. Das benutze ich. Die Pflegekur benutze ich relativ selten, muss ich sagen, weil ich finde die zu... Die macht die Haare zu glitschig, also die macht die Haare so schnell fettig nach dem Waschen. Aber ich benutze auch von dem Shampoo und Spülung teilweise nur Shampoo und gar keine Spülung, weil manchmal habe ich, entweder habe ich keine Lust dazu oder ich denke mir, okay, muss keine Silikone rein, machen wir mal Pause für 2-3 Tage. Ja, das mache ich so. Ja, dann, was ich noch mache, sind Haarkuren. Aber ich mache Haarkuren normalerweise mir selber mit Ei oder Kamille oder sonst irgendwas. Da kann ich ein separates Video nochmal zu machen, das würde sonst den Rahmen sprengen. Aber was ich jetzt die letzten Wochen so ein paar Mal benutzt habe, ist diese hier von Balea. After the Sun Intensivkur ohne Silikone mit UV-Schutz bewahrt die natürliche Feuchtigkeit. Von Friseuren empfohlen. Sonnenstrapaziertes Haar. Finde ich sehr gut, vor allem weil sie ohne Silikone ist, und ja, habe ich mir ein paar Mal habe ich das gemacht. Also nicht 2 bis 3 Mal die Woche steht hier, das finde ich ein bisschen übertrieben, weil man kann seine Haare auch überpflegen, dann gehen sie auch kaputt. Was ich nach dem Waschen noch gemacht habe, jetzt die letzten Wochen, ist dieses hier. Das habe ich mir auch, das passende hierzu. Also gehört zusammen. Und das ist so ein After the Sun Haaröl. Ultrareiche, nicht fettende Haarform. Formel, ja. Für die tägliche Pflege. Von Friseuren empfohlen, strapaziertes Haar. Finde ich sehr, sehr gut, weil die Haare doch im Sommer unten ein bisschen trocken werden. Und mache ich mir einfach im Handtuch trocken den Haar rein. So wirklich nur so einen ganz, ganz, ganz kleinen Klecks. Hier steht auch extra sparsam benutzen. Ich weiß nicht mehr, wo steht. Auf jeden Fall, hier steht irgendwo sparsam benutzen. Und ja, das mache ich mir hier unten nur so ein bisschen in die Haare, weil ich hasse es wirklich, wenn die Haare nach einem Tag sofort wieder fertig sind. Und es ist ja auch so heiß, deswegen, man schwitzt dann ja auch und dann werden sie auch schneller fertig und so. Was ich vor allem auch tue, ist, ich wasche meine Haare nicht so oft.
weil seine Haare zu waschen ist immer strapazend für die Haare und das ist nicht gut. Und man sollte seine Haare auch nicht im nassen Zustand kämmen. Mache ich auch sehr, sehr selten, außer es muss jetzt irgendwie ganz schnell gehen. Deswegen wasche ich meine Haare abends, damit halt nicht dieses kommt, oh nein, jetzt muss ich meine Haare schnell fertig machen, weil ich los muss. Deswegen wasche ich sie abends und gehe einfach mit nassen Haaren ins Bett. Wenn ich meine Haare kämme, dann kämme ich sie nur mit dem Tangle Teaser, weil das ist die beste Bürste für mich, persönlich jetzt. Und ich kann meine Haare damit im nassen Zustand durchkämmen, was ich mit anderen Bürsten überhaupt nicht hinbekommen habe. Also, ja. Das ist meine Lieblingsbürste und ich würde sie mir immer neu kaufen. Egal wie teuer sie. Auch wenn sie 20 Euro oder 25 kosten wird, ich würde sie neu kaufen. 15 Euro sind auch schon viel, aber... Ja, dann benutze ich hier noch dies hier. Das habe ich jetzt ungelogen. Ich glaube, 2 Jahre oder so bin ich hier schon dran, um das fertig zu machen, weil ich benutze das, wenn ich mir zum Beispiel Locken mit einem Lockenstab gemacht habe, dann sprühe ich mir hier unten noch mal so ein bisschen was rein. Und die Spitzen, weil die Spitzen werden ja ziemlich trocken durch die Hitze. Und ja, deswegen, und manchmal auch so, wenn ich jetzt merke, meine Haare sind ein bisschen angegriffen, benutze ich das auch im ganzen Haar nach der Haarwäsche. Und das ist übertrieben ergiebig, also wirklich seit 2 Jahren. Und meine Haare sind jetzt auch nicht so kurz, also so diese ganze Länge mache ich mir rein. Und das ist, ja, sehr gut, finde ich. Und dann natürlich ganz klar ist Hitzeschutz, den benutze ich auch immer. Eigentlich immer. Also wenn ich meine Haare gewaschen habe, im Handtuch trocknen Haar, rein damit. Und ja, egal ob ich sie föhne, ob ich sie nicht föhne oder so. Manchmal wasche ich meine Haare und ich mache sie auch erst nächsten Tag oder den zweiten Tag oder so mit dem Lockenstab. Deswegen immer. Also ich benutze es nach dem Waschen und dann nochmal da, kurz bevor ich das dann bearbeite, das Haar in Anführungsstrichen. Ja, das ist eigentlich alles zum Thema, was für Produkte ich mir in die Haare mache, damit meine Haare gesund bleiben oder gut aussehen. Ja, eigentlich ist das alles. Also ich wasche meine Haare nicht so oft. Ich kämme sie nicht im nassen Zustand. Ich versuche sie nicht zu überpflegen. Ich versuche sie nicht zu unterpflegen. Was ich halt noch mache, sind diese externen Kuren, jetzt unabhängig von irgendwelchen, also von sowas hier, sondern... die ich reinmache in meine Haare, dann 1 Stunde oder 2 Stunden mal einwirken lasse und dann ausspüle. Und das sind dann halt irgendwelche Sachen, die man auch zu Hause immer hat, also wie Eier oder so. Ja, das ist eigentlich alles, was ich mache. Es ist nicht viel und ich kann, glaube ich, einfach glücklich sein, dass meine Haare einigermaßen gut alles überstehen, was ich so mit ihnen anstelle. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat dir geholfen, was ich dir jetzt gezeigt habe, damit du weißt, was ich für meine Haare mache, was ich da rein tue. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!